herzlich willkommen zu unserer Caddy Room Tour von Gustav. Wurde schon oft gefragt, wir haben es auch schon ganz, ganz lange vorgehabt und jetzt sind wir gerade in Slowenien. Wir haben hier einen schönen Platz gefunden, wo wir das mal in Ruhe machen können. Und wir gehen jetzt einfach mal alles so ein bisschen durch. Wir fangen mal hinten an mit dem, was wir als allererstes hatten, mit unserer Biberbox und zeigen euch, was da so drin ist. Und dann gehen wir einfach mal so ein bisschen durchs Auto, zeigen euch, wo wir Dinge verstaut haben. Also, wir haben jetzt hier gerade ein Setup für 3 Wochen. Das ist der längste Urlaub, den wir bisher gemacht haben mit unserem Minicamper. Und genau, wir gehen jetzt einfach mal durch. Was ihr hier seht, ist klar unsere Biberbox. Und so wie wir quasi, wenn wir fahren, wenn das Bett nicht aufgebaut ist, unser Bett erstmal gelagert haben. Also klar, hier die Faltmatratze, dann haben wir hier Kissen, wir haben hier solche Kirschkernkissen, die klingen immer ganz lustig. Dinkelspelz? Ah, Dinkelspelz, Entschuldigung. Die hat die Uli genäht. Die sind klasse, weil man kann sich das Kissen quasi ein bisschen formen und wir mögen das immer ganz gern, wenn wir ein bisschen härter liegen und nicht diese Kissen, wo man drauf liegt und gleich auf der Matratze ist. Da haben wir 2 Stück von. Und weil ich noch so ein Typ bin, der auch mal gerne ein Kissen zwischen den Knien hat oder so, habe ich hier noch ein größeres Kissen. Ja, wenn wir fahren, liegen hier unsere Jacken drauf. Die sind alle zusammen, aber was sehr praktisch ist, wenn man diese mal aufhängen möchte oder so, dann kann man das auch wunderbar hier hinhängen, kann die Jacken übereinander stapeln, macht das Ganze zu, kann hier auch mal was zum Trocknen hinhängen, auch das ist klasse. Und ansonsten liegt das eben hier alles auf. Es ist noch genug Platz, sodass man auch rausgucken kann nach hinten. Und ja klar, wir haben auch noch diesen Parkpieper. So, jetzt gehen wir hier mal durch. Was haben wir hier drin? Also wir haben hier 15 Liter Frischwasservorrat. Den haben wir jetzt gerade frisch aufgefüllt, deswegen kondensiert der ein bisschen, kaltes Wasser drin. Das nehmen wir vorwiegend zum Abwaschen. Wir haben uns aber auch angewöhnt, weil wir sowieso stilles Wasser trinken, daraus auch zu trinken. Da wird halt alle 2-3 Tage spätestens wird das Wasser getauscht. Bisher haben wir da keine negativen Erfahrungen mit. Ich gucke auch immer mal rein, ob der irgendwas ansetzt, aber es ist alles trocken, kein Schleim oder irgendwas. Das hat halt den Vorteil, es fallen nicht überall im Auto Flaschen rum und außerdem produziert das alles Müll. Und so kann man das auffüllen und kann da was rausnehmen. So, wenn man mal kurz was rausnehmen mag, kann man klar die Kiste hier nehmen. Aber was sich ganz gut etabliert hat, ist, wir nehmen hier so eine Isomatte, die haben wir immer mit, um auf der Wiese zu sitzen oder was auch immer. Legen die kurz hier drauf. Dann gibt es keine Kratzer und man hat hier eine wunderbare Fläche, wo man die Kiste auch mal rausziehen kann. Okay, also wie gesagt, Urlaubssetup, ne? Das war hier irgendwie noch Platz für Hosen. Im Übrigen können wir solche, Uli, wie heißen die? Irgendwelche Bags, wo man halt so, ne? Also man kann da Hosen reinmachen oder natürlich auch ganz andere Klamotten. Ist halt super praktisch. In dem Fall sind jetzt hier unsere Jeans drin. Weil das fällt nicht rum und man kann schnell mal rausnehmen und woanders hinlegen und gut ist. Ja, jetzt gehen wir hier mal kurz durch. Also was immer gut ist, sind solche Allzwecktücher, völlig egal von welcher Marke, die empfehlen sich. Ja, wir sind so Typen, wir haben immer eine Salatschleuder mit. Ich weiß, die nimmt super viel Raum weg, aber wir mögen das einfach nicht, wenn der Salat dann so verwässert. Und genau, also Salatschleuder haben wir mit. Außerdem nutzen wir die Schüssel ja auch. Genau, wir mischen den Salat da drin und so weiter und so fort. Dann haben wir hier wunderschöne Bambusteller. Ich glaube, es ist Bambus. Ja. Das ist nur ein bisschen schade. Die haben sich leicht verformt, wie ihr sehen könnt. Die waren, glaube ich, mal irgendwie zu heiß im Auto. Ja. Ja, ist nicht mehr ganz so cool. Aber wenn man da was schneidet, hat man wenigstens kein Mikroplastik, was man dauernd mit isst. Ja, was haben wir hier noch drin? Wir haben eine Pfanne, klar. Die ist immer in so einem Stoffbeutel, damit die nicht so verkratzt. Dann haben wir hier unseren Omnia, verschiedenen Kleinkram, einen Kochtopf. Im Kochtopf haben wir diese Emaille-Schüsseln. Die nehmen wir für Müsli, die nehmen wir für Nudeln, die nehmen wir für Eintöpfe. Sehr, sehr praktisch. Die passen hier genau rein. Dann haben wir noch so ein paar Tücher mit. Ja klar, dann verschiedene Sachen, Pfannenwender. Hier was zum Salatsauce machen. Sehr, sehr praktisch. Kann man dann auch gut verschließen und in den Kühlschrank tun.
Ja, ganz wichtig ist natürlich verschiedene Messer. Da haben wir uns einfach hier aus Pappe so ein Ding gemacht. Der Ausgießer für den Wassertank. Leider ist es so, dass man den Ausgießer nicht dran lassen kann. Also er wäre dicht, weil man könnte jetzt nach oben drehen. Aber dann geht der Deckel von der Biberbox nicht mehr ganz zu. Das ist sehr, sehr schade. Und vielleicht mal ein Hinweis an den Patrick Langer. Da fehlt wirklich nur 3 mm, würde ich denken. Vielleicht 4. Also wenn man die Rückseite der Platte hier ein bisschen dünner machen würde, wäre das immer noch stabil genug und man könnte den einfach dran lassen. Das wäre sehr, sehr, sehr gut. Ja, ansonsten, was man natürlich immer mit hat, ist Gafferband. Also ich würde keinen Campingurlaub ohne Gafferband antreten. Und ganz wichtig, unsere Parmigiano-Reibe. Die ist wirklich, die bleibt auch im Auto. Also wir haben einige Sachen, die immer im Auto sind, weil wir keine Lust haben, immer von unserer Küche alles rein und raus zu tragen. Die Messer kommen tatsächlich auch wieder in die Wohnung. Ja, dann haben wir hier unseren zweiten Brenner. Sehr, sehr praktisch. Das sind diese kleinen, sieht man das? Ja. Diese kleinen Aufsätze, die werden hier einfach nur draufgeschraubt. Man kann da gut Wasser drauf kochen. Die Flamme ist allerdings sehr klein, um was anzubraten. Also um Kaffee zu machen oder Wasser zu kochen, ist es super. Das Ding hat 3000 Watt, geht richtig gut ab. Das wohnt also alles hier. Und was wir auch immer mit haben, sind Messerschärfer, weil nichts Schlimmeres als stumpfe Messer. Und natürlich hier so ein Brenner. Ich glaube, das sieht man nicht. Nee. Ist so ein Creme Brûlée Brenner oder so ein Küchenbrenner. Wofür ist der gut? Ah, man kann damit hervorragend den Gasbrenner anmachen. Und man kann damit auch mal, wenn man ein Sandwich macht, einen Käse ein bisschen überbacken. Oder, keine Ahnung, bei dem Auflauf nochmal den Käse oben so ein bisschen crunchy. Kerzen anzünden. Also ist ein Multifunktionsteil. Wir haben auch noch irgendwo normales Feuerzeug, aber das ist schon sehr, sehr gut. Hier drin ist dieser, den habt ihr schon in anderen Videos gesehen, diesen kleinen Windschutz, den wir um unseren Gaskocher machen. Ist also auch griffbereit. Ja, dann sind wir hier soweit durch. Jetzt zum nächsten Fach. Hier wohnt eigentlich beim Transport unser Gaskocher. Das ist hier ganz billig gemacht mit solchen Anti-Rutsch-Dingern, dass der nicht immer durch die Kante fliegt. Den kann man natürlich rausnehmen. Bekanntes Modell, haben glaube ich alle von uns so ein Ding. Wir kochen hier nicht mehr oder nur noch selten. Wir zeigen euch nachher, wo wir kochen. Aber er ist hier einfach gut aufgehoben und damit das Ding nicht immer so klappert beim Fahren, habe ich hier jetzt gerade ein altes T-Shirt greifbar und das wird dann hier so ein bisschen zwischengeklemmt. Und folglich ist das hier ziemlich klapperfrei. Dann kommen wir zu unserem Badezimmer. Der erste Teil des Badezimmers. Der erste Teil des Badezimmers. Das ist hier. Wir haben immer noch so eine Schaufel mit, weil es immer heißt, man braucht eine Schaufel, wenn man mal sein Geschäft oder so machen muss. Tatsächlich waren wir noch nie im Wald. Die ist noch nie benutzt worden. Also die wird zu Hause benutzt für die Blumen oder so. Aber für große Geschäfte waren wir noch nicht im Wald. Genau, es hat sich eigentlich immer was gefunden. Also entweder ein Restaurant oder irgendeine Toilette oder wir sind eh mal auch auf dem Campingplatz oder keine Ahnung. Auch unseren Nottoiletteneimer, den wir eigentlich total zweckentfremden, zeigen wir euch nachher. Aber die haben wir noch nicht genutzt, wir haben sie aber mit. Ganz wichtig, das Ding hier ist ein Abstandshaken. Den zeige ich euch gleich, was man damit macht. Ja, und ansonsten haben wir hier so einen kleinen Aufsatz, damit wir, wenn wir unseren Kaffee machen, dass die kleine Bialetti drauf passt. Einfach nur so ein Kreuz. Wir haben hier immer frische Handtücher, frische Waschlappen, ein bisschen Toilettenpapier, noch eine angefangene, feuchtes Toilettenpapier. Finde ich sehr wichtig, wenn man nicht auf dem Campingplatz ist. Das ist ein bisschen hygienischer dann. Und natürlich Müllbeutel. Und hier ist das Feuerzeug. Hier wäre auch noch ein normales Feuerzeug, ja. Und dieser Spiegel, der wird tatsächlich hauptsächlich von mir benutzt, in der Tat. Sieht man da die Uli drin? Ja. Hallo. Wir können dich auch größer machen. Ah ja, nee, jetzt ist es zu groß. Okay. Ja, das ist ganz praktisch. Den kann man sich irgendwo hinhängen. Ja, ich habe so Haken. Dann kann man den hier hinhängen oder auch mal eine Wäscheleine. Kann sich ein bisschen die Haare machen, die Zähne putzen. Einen Spiegel zu haben ist immer schön. Man kann ihn natürlich auch irgendwo hinstellen. Ja, um sich mal zu rasieren oder was auch immer. Ich
Ja, so ein ganz billiges Teil, aber sehr, sehr praktisch. Der liegt einfach hier immer drin. Schaufel wieder zu. Und jetzt zeige ich euch das Ding hier. Räumen wir das mal wieder weg. Ach so, warum haben wir die eigentlich hier mit? Damit die Kiste, wenn wir fahren, hier schön eingeklemmt ist. Und dann rutscht ja auch nichts hin und her. So. So, diesen Abstandshalter, den kann man kaufen, den kann man sich auch selber bauen. Wir haben ihn gekauft, kostet 10 Euro. Der kommt hier rein und wenn man jetzt die Heckklappe zumacht, ist das Ding verriegelt. Man kann auch das Auto jetzt zumachen, aber man kriegt es nicht mehr auf. Das heißt, hier zirkuliert schön ein bisschen Luft durch. Wir hatten das auch schon bei heftigem Regen so drin in Holland und es hat nicht reingeregnet. Also bei einem Caddy würde ich das jedem empfehlen. Wir haben das, glaube ich, von Vanessa Camping gekauft, weil man ja beim Caddy hinten bekanntlicherweise keine Scheiben aufmachen kann. War auch günstig, gell? Ja, ja, 10 Euro, glaube ich, oder so. Okay, dann geht's gleich vorne weiter. So, jetzt kommen wir zu, wenn ihr die Umbauvideos gesehen habt, Teil 1 und Teil 2. Wir hatten ja mal die Idee, hier eine Bodenplatte reinzumachen, was irgendwie nicht so richtig klappt bei diesem Modell. Vielleicht klappt es auch irgendwie, aber wir haben uns dann irgendwie dagegen entschieden und haben jetzt hier diese Holzkisten. Diese Holzkisten haben wir ja bekanntlicherweise anfertigen lassen, weil ich einfach sowas nicht kann. Wobei ich mittlerweile, wenn ich mir das richtige Werkzeug zusammenleihen würde, glaube ich auch sowas Ähnliches hinkriegen würde. Warum haben wir das? Wenn wir mal kurz reingucken ins Auto. Im Übrigen ist es bei uns tatsächlich immer so aufgeräumt. Das liegt aber an Jupp, ja. Nicht an mir. Also wir brauchen hier natürlich immer eine Ebene, wo die Biberbox aufliegt. Das ist ja noch das erste Modell der Biberbox. Die braucht eine Auflagefläche. Bei der zweiten, die jetzt bald rauskommt, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass es nicht aufliegen muss. Die hat irgendwie ein anderes System. Der Patrick hat mir das schon erklärt, aber ich habe es noch nicht gesehen. Genau, deswegen ist hier alles auf einer Ebene möglichst eben, dass wir nicht immer viel rumräumen müssen. Wenn wir jetzt hier mal aufmachen. Das ist im Übrigen hier total wichtig für die ganzen Serpentinenfahrten, weil der Magnet alleine würde nicht halten. Also, wir haben hier einen kleinen Tisch. Wir stehen jetzt hier gerade ein bisschen schief und leider hält das Ding noch nicht automatisch. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, deswegen muss ich es ein bisschen halten. Aber hier wird tatsächlich jetzt mittlerweile viel gekocht. Hier kommt der Campingkocher drauf. Hier hat man eine schöne Ablagefläche. Ne, kann hier irgendwas hinstellen. Kann da das Zeug hinlegen, was man kochen möchte und hat hier dann ganz simpel auch mal, wenn wir eine kurze Pause machen unterwegs, einfach so einen kleinen Tisch, einen Rasttisch. Wir haben hier eine Platte drauf, absichtlich, A-Tischfunktion, aber darunter ist natürlich die Schublade. Und wir wechseln jetzt gleich mal und dann wird euch die Uli mal erzählen, was hier so drin ist. Erzähl ruhig. Achso, soll ich weitermachen? Okay. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist unser meistgenutztes Equipment-Tool. Das ist nämlich unsere Faltschüssel. Die ist total super. Die habe ich mal bei einem Baumarkt gekauft für wenig Geld. Kommt aus dem Segelbootbedarf. Hier kann man einfach sein dreckiges Geschirr reintun, trägt es dann irgendwo hin auf dem Campingplatz und geht abwaschen. Oder, wenn wir wild stehen, kommt halt hier dann Wasser rein, hinten aus dem Kanister. Kann man irgendwo hinstellen, zum Beispiel hier hin. Und kann jetzt hier abwaschen. Natürlich auch auf dem Boden, wie man will. Sehr, sehr, sehr praktisch. Wirklich gut. Ja, dann haben wir hier Ulis kleine Beauty-Kiste, würde ich so sagen. Hier ist Ulis Beauty-Kram drin. Das ist eine extra so einer kleinen Box. Das heißt, wenn die Uli dann mal auf dem Campingplatz ist und duschen geht, nimmt sie die ganze Box mit oder Teile dessen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Sieht immer ein bisschen lustig aus, aber ist halt total praktisch. Also raus mit der Kiste irgendwo hin. Ansonsten sind hier Sachen drin, die natürlich ganz wichtig sind zu erreichen, wenn das Bett auch mal aufgebaut bleibt. Weil wenn wir nicht jeden Tag weiterfahren, dann lassen wir das Bett auch mal aufgebaut. Und deswegen ist hier natürlich das Kaffee-Equipment drin. Ne? Unser Milchaufschäumer, der handbetriebene, total klasse das Ding. Dann die kleine Bialetti. Hier haben wir eine kleine hübsche Kaffeebox, wo Kaffee drin ist. Zucker, Pfeffer. Essig und Öl. Dann haben wir hier immer noch solche Kaffeebecher für To-Go, wenn man mal einen Kaffee holt. Safety Environment und so. Verschiedenste Gewürze. Und immer greifbar auch so ein Messer. Das finde ich immer ganz gut. Das ist so ein Mora-Messer. Wenn wir mal ein Päuschen machen, Brot schneiden,
muss man nicht viel auspacken, immer griffbereit. Ja, unser Besteck ist noch in so einem Beutelchen hier drin. Da ist halt Besteck drin für uns beide, also ne, Löffel, Gabel, eine kleine Schere, Kaffeelöffel, lauter so Kram. Das ist noch nicht das Goldene vom Ei, das nervt noch ein bisschen. Ich stelle mir eigentlich noch vor, dass man hier so ein kleines Holzding hätte, wo das Besteck einfach drin liegt, aber Verbesserungspotenzial gibt es immer. Aktuell ist es noch so. Fährt hier so drin wie rum. Bei Wir sehen uns unterwegs. Genau, so wünsche ich mir das. Der Michael, der hat ja immer tolle Sachen. So, hier ist mein Thermobecher, der ist einfach anders als Ullis, aber auch noch einer. Oh ja, und was sehr, sehr empfehlenswert ist, sind diese Lampen. Die sind bei uns auch auf der Produktliste verlinkt. Warum sind die so cool? A, man kann die natürlich irgendwo hinstellen. Man kann die aber auch hinhängen. Und das Schöne daran ist, man hat hier oben diesen Mückenfänger. Ist also USB betrieben. Kann den hier anschalten. Man wird es jetzt nicht sehen. Ich sehe es ganz leicht, dass es blau leuchtet. Ja, da ist ein blaues Licht drin. Und wenn da die Mücke dran geht, stirbt sie halt leider. Also sie bleibt halt an dem Stromding hängen und brutzelt kurz. Ist eigentlich furchtbar. Aber besser als gestochen zu werden. Und natürlich ist hier unten noch ein Licht. In 3 Stufen. Ganz, ganz hässliches, kaltes Licht. Das ist die zweite. In der ersten habe ich hier innen drin einfach eine kleine gelbe Folie gemacht. Da ist es ein bisschen angenehmer. Man kann das hier ganz easy abfummeln. Dann habe ich hier eine kleine Folie drauf gemacht und mache das wieder drauf. So, 2 Stück haben wir davon. Die sind auch immer geladen. Oh ja, wichtig. Der ein oder andere hat es gemerkt, wir sind ja auch so ein bisschen Genussmenschen. Wir haben hier tatsächlich echte Glas-Weingläser mit. Und natürlich unsere Kaffeebecher. Die sind unkaputtbar, aber daraus Wein trinken ist nicht so schön. Deswegen hat die Uli hier diese, genau, diese schönen Gläser. Und die tun wir immer versuchen zu schützen. 2 haben wir schon, oder 1 habe ich schon kaputt gemacht. Aber wir haben wieder welche nachgekauft. Ich habe wieder welche nachgekauft. Genau. Ja, das ist es hier. Faltschlüssel, wie gesagt, falten wir mal kurz wieder zusammen. Ganz simpel. Als wir unseren Gustav hier angeschafft haben, haben wir natürlich auch eine Kühlbox gekauft. Die hat die richtige Größe. Der Platz ist manchmal suboptimal, aber es ist nach wie vor immer noch der beste Platz. Das Problem ist, die Kühlbox ist höher als die Biberbox. Deswegen können wir die Kühlbox nicht unter die Biberbox tun. Dann könnten wir nicht mehr umklappen. Die steht hier hinterm Sitz. Da muss man halt den Sitz mal kurz vormachen. Aber ansonsten kein Problem. Ich habe hier immer so ein Tuch dazwischen, damit es nicht scheppert oder kratzt. Willst du noch zeigen, dass das Video unten drauf steht? Weil das auch noch Leute fragen. Ah ja, genau. Falls ihr wissen wollt, wie die gelagert ist, weil beim Caddy, ich weiß nicht, ob man das sieht, hat man hier so einen blöden, so eine blöde Einbuchtung von der Verkleidung. Das heißt, die kann eigentlich nicht wirklich auf dem Boden stehen. Ich habe hier einfach 2 Hölzer drunter gemacht und dann sind solche relativ dicken Gummimatten, die nimmt man eigentlich zum Füße abtreten vom Baumarkt. Die habe ich quasi passgenau drunter und somit kommt erst eine Schicht Holz, dann kommen 2 Gummimatten und dann steht die Kühlbox steht etwas höher und somit steht die auch gerade und ist sogar noch ein bisschen gegen Erschütterung gedämpft, was sicherlich für den Kompressor gut ist. Jetzt zeigen wir euch mal kurz, was da drin ist. Ja, das Modell ist bekannt. Das ist hier so eine Dometic 26 oder wie die heißt. Ist relativ voll gerade. Was haben wir hier drin gerade? Ein paar Trauben fürs Frühstück, frischen Spinat, Blaubeeren. Hier ist so die Gemüseecke. Hier ist unsere selbstgemachte Butter drin, die wir mit dem lieben Günther in den Bergen Hand geschröpft, keine Ahnung. Also selbstgemachte Butter. Und hier ist noch ein Stück Rosmarin, das haben wir in Kroatien am Straßenrand gepflückt, weil da gibt es Hecken aus Rosmarin, irre. Ja, Mozzarella ist drin, noch eine Avocado. Also das ist so ein bisschen wie das Gemüsefach hier.
Ja, es passt relativ viel rein. Vielleicht kannst du das mal zeigen. Also man kriegt große Bierflaschen rein, man kriegt normal ein Pack Milch rein, Dosen. Dann ist hier ja unsere Waschmethode, wie wir Dinge abwaschen, ne? Nachhaltig und biologisch und so. Und dann ist immer noch ein bisschen Käse drin, was wir halt so fürs Frühstück brauchen. Die Sachen werden ja doch recht schnell immer aufgebraucht. Also ich sag mal, keine Ahnung, alle 3 Tage oder 4 Tage gehen wir mal einkaufen oder so. Ja, räumen wir das wieder ein. So, jetzt nochmal kurz von der Seite. Der Manuel von der Busbastlerakademie hat mal so schön gesagt, wenn ihr was baut und ihr habt irgendwo kleine Fächer, auch vielleicht aufgrund von einem Baufehler, dann keine Sorge, weil es findet sich immer was, was da reinpasst. Und wir haben hier keinen Baufehler, das ist Absicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir hier diese Lücke haben zwischen den 2 Boxen. Und da passt perfekt unser kleiner Campingtisch rein. Das kennt ihr, das sind diese Alu-Rollteile. Den kann man ganz einfach wieder zusammenrollen. Ja, und dann ist der nochmal hier mit so einer Sitzauflage ein bisschen gepolstert gegen Erschütterungen und gegen Klappern. Und da unten ist noch das Gestell drunter. Und dann kommt der einfach hier rein. Passt perfekt. So. Ansonsten bleiben wir jetzt mal hier in der Ecke. Wir haben hier immer noch so ein Schneidebrett eingeklemmt. Aktuell ist hier noch ein Stativ drin. Dann haben wir hier unsere Campingstühle, der passt hier auch perfekt dazwischen. Lassen wir mal kurz weg. Und dann haben wir hier solche Stauboxen. Sehr, sehr praktisch. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Die hast du schon länger, als du mich kennst. Genau. Hier ist einfach nochmal so ein bisschen Stauraum. Hier ist so eine kleine Kabeltasche, Eier, ein Stoffbeutel. Ja, dann haben wir hier noch so ein bisschen Trockenvorrat. Hier ist jetzt noch eine Dose Eiwar drin. Hier wäre jetzt noch Bier ungekühlt. Dann ist unser 25 Meter Kabel drin für den Campingplatz. Und natürlich auch hier so ein CE-Adapter, ganz wichtig. Ohne den können wir nicht auf den Platz eigentlich. Handschuhe zum Kabel einräumen. Eine offene Flasche Wein. Eine Flasche kroatisches Olivenöl. Ja. Und so ein bisschen mitbringen soll. Hier ist noch ein bisschen Salz. Genau. Passt eigentlich hier alles wunderbar rein. Und hier ist unsere Wäscheleine drin, ein paar Wäscheklammern, Stecknadeln, so Kleinkram, den man halt manchmal braucht. Ne? Was auch hier drin ist, wir haben es ja schon mal vorgestellt, ist diese kleine Powerbank. Die nutzen wir tatsächlich mittlerweile mehr noch zum Handyladen oder wenn wir auf dem Campingplatz sind, weil wir keine Lust hatten für die Kühlbox diesen schweineteuren Netzadapter zu kaufen, mache ich das so. Hier kommt Strom rein vom Campingplatz, hier kommt die Kühlbox rein und dann läuft quasi die Kühlbox auf dem Campingplatz mit Strom, also mit Landstrom, und das Ding wird eigentlich nur als Durchreiche benutzt. Ansonsten hängt unsere Kühlbox tatsächlich in der Regel immer an der Bordbatterie, weil die braucht so wenig Strom, dass wir auch schon 3 Tage standen, 4 Tage irgendwo rumstanden und immer noch das Auto angesprungen ist. Also alles cool. Außerdem hat die einen Schutzwächter drin und würde sich abschalten. Ja, was haben wir sonst noch mit? Wir haben immer einen Rucksack mit, weil wir ja auch gerne mal in die Stadt reingehen oder was einkaufen. Aktuell ist er leer, aber ist sehr, sehr praktisch, einen dabei zu haben. Gibt sicherlich auch kleinere Modelle. Aber den haben wir halt schon. Hier ist, das ist so ein Seesack, so ein Wasserdichter. Hatten wir jetzt viel mit am Strand. Aktuell ist da ganz viel Elektrokram drin, alle möglichen Kabel. Das ist einfach nur nochmal eine Stauraumerweiterung. Und jetzt kommen wir zu unserem Toiletteneimer, den wir noch nie benutzt haben, den wir aber tatsächlich mit haben und hier so ein bisschen als Trockenkühlschrank nutzen. Können wir mal den Deckel abmachen. Ja, hier ist einfach Brot, Kartoffeln, Äpfel, Tomaten, Nudeln, eine Gurke ist hier noch, die haben wir gestern erst gekauft, Haferflocken. Also eigentlich ja wie so ein kleiner Trockenlager, ein Trockenlager.
Was ihr hier seht, sind unsere oder einer von unseren sehr, sehr zu empfehlenden Mikrofaser-Bademänteln. Die sind echt klasse. Ich habe es jetzt auch auf dem Campingplatz so gemacht. Ich gehe nur mit dem Bademantel zur Dusche, dusche mich dort in Ruhe, ziehe den Bademantel an und bis ich zurück beim Auto bin, bin ich eigentlich trocken. Und dann ziehe ich mich am Auto um, weil man ja immer auf dem Campingplatz nicht so recht weiß, wohin mit den Klamotten. Und dann werden die manchmal nass, manche haben noch so eine Zwischenwand, manche duschen, manche nicht. Und dann kann man den hinten, wie schon gezeigt, einfach zum Trocknen aufhängen oder halt an die Wäscheleine oder was auch immer. Hier ist unser Wäschesack. Und hier ist noch der zweite Stuhl. Und was wir hier haben, ist nochmal so eine Art Pavillon, den wir ehrlich gesagt noch nie benutzt haben. Aber es ist, glaube ich, ein 2x2 Meter Pavillon. Einfach mal, wenn schlechtes Wetter ist, kann man das Ding vors Auto stellen, kann sich da drunter setzen, kochen, was auch immer. Ich zeige euch noch mal kurz was. Wenn wir das hier mal beiseite nehmen, haben wir hier noch mal so ein Fach. Muss ich mal den Eimer, glaube ich, auch rausnehmen. Das sind so kleine Geheimfächer. Und hier ist einfach noch mal ein Gasvorrat, ein Glasreiniger. Da sind so Sachen drin, wo man nicht immer ran muss. Aber es ist praktisch, den Stauraum zu haben. Und hier ist quasi die Rückseite von der Biberbox. Wir haben hier unsere große Kiste. Hier lagern wir unsere Kleidung. Das Besondere ist ja, dass wir jetzt 3 Wochen unterwegs sind. Und wenn Juri mal hochfilmt, wir haben keine Dachbox mit. Sag mal, warum? Weil wir es können. Nee, wir hätten uns eine leihen können von meiner Familie. Das heißt, es hätte auch kein Geld gekostet. Aber dadurch, dass wir auch vor allem wild stehen wollten, war uns das alles nicht so safe. Und wegen der Maut. Und wegen der Maut, weil ich habe gelesen, je höher, also unser Auto ist ja schon relativ, also höher als ein normales Auto. Und das wird ja immer teurer. Und wir sind ja kleine Sparfüchse. Deshalb haben wir das nicht so gemacht. Genau, bei dieser Box ist es so wie bei der anderen Tüte. Das heißt, wir haben noch mal eine riesengroße Fläche, worauf wir kochen können. Wir haben hier auch schon mal Mittagspause dran gemacht. Man könnte sich auch hier hinsetzen und Dinge abstellen zum Essen. Es ist tatsächlich, sind unsere Stühle zu tief. Aber das ist total, ja, super, super praktisch. Und man kann astrein Klamotten drauf zusammenlegen. Genau, auch das, wenn man die gewaschen hat, muss man die ja irgendwie zusammenlegen. So, dann haben wir jetzt hier unsere Klamotten. Wir haben das so gemacht. Also nicht wundern, wir sind zwar 3 Wochen unterwegs, wir haben aber Kleidung für, ich sage jetzt mal, circa 8 oder 9 Tage mit. Vielleicht sind es auch nur 8 Tage. Das heißt, wir sind natürlich darauf angewiesen, regelmäßig zu waschen, was aber okay ist, weil ganz ehrlich, wer hat schon Unterwäsche und Socken für 3 Wochen? Also außer Juri vielleicht. ja, dementsprechend, ich habe hier meine Kiste, Juri hat seine Kiste. Wir haben hier sogar für schönere Anlässe schickere Kleidung mit. Dann haben wir hier unsere Handtücher. Hier hinten natürlich noch ein Regenschirm. So eine Softshell-Jacke. Hier hinten haben wir unsere, wie heißt das? Reiseapotheke. Unsere Reiseapotheke. Tatsächlich haben wir nur ein, was Gott sei Dank bisher genutzt oder nutzen müssen. Dann ist hier noch Juris Regenjacke. Ganz wichtig natürlich noch Sonnenmilch, April-Lotion und ihr wisst, wie es ist. Wegen den ganzen Mücken auch noch etwas Antimückenspray, noch mehr Sonnencreme. Ich weiß im Übrigen gar nicht, warum ich so viel Sonnencreme mitgenommen habe, weil irgendwie waren wir dann doch nicht die ganze Zeit so in der Sonne, so dass wir das leider nicht in diesen Mengen brauchten, wie ich gedacht hätte, dass wir die Sonnencreme bräuchten. Aber nun ist es nun mal so. Haben wir hier noch einen kleinen Einkaufsbeutel und ich habe hier drin noch zusätzlich Socken und Unterwäsche und so ein paar Haartücher drin, auch in solchen, ich glaube, die heißen Packing Cubes. Das kann sein. Aber mir ist es gerade entfallen. Zeig doch mal ganz kurz, ja, wie wir unsere Kiste gepackt haben. Also vielleicht, wenn du mal meine Hemden, ja, rausnimmst, dass man mal sieht, diese T-Shirt-Rolltechnik und so weiter, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ganz... Ja. Also für uns ist es immer sehr sinnvoll, Klamotten zu rollen, so wie ihr hier seht. Es gibt ja auch die Marie Kondo-Technik. Allerdings finde ich, ist die fürs Campen oder für Koffermethodik ein bisschen zu groß. Wir rollen die Sachen, dadurch bleiben die relativ faltenfrei und man kann einiges mit an Kleidung mitnehmen. Wir können das hier auch mal bei mir zeigen. Auch ich habe hier meine T-Shirts, meine Kleider. Auch das ist alles gerollt. Genau.
Ja, ich wollte noch mal kurz erklären, warum wir uns hier für diesen Deckel noch mal entschieden haben. Warum wir hier zum Beispiel kein Loch drin haben oder den zweigeteilt gemacht haben. Wenn wir hier drauf was kochen und wir würden jetzt was umschütten, dann würde ja quasi alles, was wir hier drauf haben, direkt in den auf unsere Klamotten fliegen. Also ein Deckel, damit keine Sachen reinfließen können und dass man einfach hier ein bisschen mehr Fläche hat. Das hat natürlich einen kleinen Nachteil, wenn man den rausnimmt, dann weiß man erstmal immer nicht so recht, wohin damit. Aber das ist eine reine Gewöhnungssache. Wir legen den meistens einfach dann hier drauf und dann kommt man hier an die Sachen dran. Also Deckel rauf, zack, hier reinschieben und fertig. Und dieses Fell, was wir hier sehen, das haben wir eigentlich für die Uli mit, damit die, wenn es kalt ist, hat die da noch ein bisschen was zum draufkuscheln oder wir legen das auch mal noch unter die Matratze, dass es noch ein bisschen kuscheliger wird. Ist ein echtes Lammfell, voll Opa-mäßig. Aber die haben wir eigentlich auf unseren Stühlen, auf unseren Esszimmerstühlen. Genau, aber wirklich sehr, sehr bequem und kuschelig. Ja, dann zeige ich euch noch kurz, wo unsere Schuhe gelagert sind. Die haben wir einfach hier hinterm Sitz, ist quasi unser Schuhschrank. Das kann man gut sauber machen, da stören die nicht. Und, also auf der Seite sind Juris Schuhe und auf der anderen Seite sind meine Schuhe. Genau. Ja, machen wir wieder zurück. Und ich glaube, das ist es jetzt. Was wir vergessen haben, ist das Fach über unseren Köpfen. Da sind die ganzen Matten drin, die Thermomatten von Projekt Camper. Wir sind damit ziemlich zufrieden. Ich muss aber jetzt nach der ganzen Nutzung auch mal noch sagen, wenn diese Matten an allen Fenstern dran sind, ist es zwar wunderbar dunkel im Auto, aber die Fenster sind natürlich ganz schlecht belüftet. Das heißt, wenn wir an Orte kommen, wie jetzt zum Beispiel hier im Gebirge, wir hatten nachts oft Nebel oder die Feuchtigkeit ist einfach ein bisschen höher und die Fenster sind einfach zu mit diesen Matten, dann kann da natürlich keine Luft zirkulieren. Das heißt, am nächsten Morgen hat man an den Fenstern sehr, sehr viel Kondenswasser. Im Übrigen, wenn jemand einen Tipp hat, wie man Kondenswasser speziell im Caddy mit diesen wenigen Fenstern, die man öffnen kann, vermeiden kann, sehr, sehr gerne. Ich habe noch kein Rezept gefunden, außer so viel wie möglich aufmachen. Auf dem Campingplatz geht das. Da schlafen wir manchmal auch mit halb offenen Türen. Dann hat man das Problem nicht. Aber wenn wir wild stehen, ist es natürlich total blöd, gefühlt mit einer offenen Tür zu schlafen. Und diese Windabweiser, die wir haben, die hier, reichen meiner Erfahrung nach nicht aus. Es sei denn, man lässt Fenster wirklich sehr weit offen. Reichen nicht aus, um eine ordentliche Belüftung herzustellen. Deswegen habe ich mir angewohnt, die Thermomatten gar nicht überall immer reinzumachen. Vor allem die in die Frontscheibe nicht immer reinzumachen, weil da am meisten Wasser sich sammelt. Sondern was wir dann tun ist, das können wir mal in einem separaten Video zeigen, dass wir die Thermomatten hier tatsächlich oder die große von der Frontscheibe einfach hier runterhängen. Die hängt dann quasi hier oben dran und hängt hier vor den Sitzen. Das heißt, man kann auch nicht reingucken. Aber die Scheibe kann recht gut belüftet werden und es gibt ein bisschen Durchzug und dadurch hat man nicht ganz so viel Kondenswasser. Ja, ansonsten gibt es hier vorne gar nicht viel zu sehen. Das Cockpit ist immer recht aufgeräumt, weil ich das einfach so mag. Und das war unsere kleine Roomtour. Ja, im Schatten des eigenen Autos, das war unsere kleine Roomtour. Quality Shade. Ja, genau. Es gibt nämlich verschiedene Stufen von Schatten, wir gelernt haben im Urlaub. Das ist jetzt hier wahrscheinlich so ein mittelmäßiger Schatten. Ja, kein Quality Shade. Das war die Roomtour. Wir haben euch noch nicht gezeigt jetzt hier, wie wir das Bett aufbauen. Das hat man aber in anderen Videos gesehen, ist glaube ich auch selbsterklärend. Wenn ihr das unbedingt nochmal sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, machen wir sehr gerne. Ich denke, wir haben alles gezeigt. Wenn wir kurze Ausflüge machen, ist die große Kiste im Übrigen nicht im Auto. Die ist mit den Bodenankern ja verschraubt. Die wird jetzt nach dem Sommer, denke ich, auch wieder rauskommen. Ja. Die kleine Kiste, die wir euch gezeigt haben, wo Ullis Beauty-Sachen drin sind, die bleibt im Auto. Und an die Stelle von der großen Kiste kommt wieder die Zweiersitzbank. Und dann hat man quasi auch wieder ein normales Auto. Und wenn man die Sitzbank wieder umklappt, ist alles auf der gleichen Ebene, sodass die Biberbox auch wieder ausgeklappt werden kann.
Genau. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Jo. Dann können wir sie euch beantworten. Und ja, wir hoffen, das hat euch jetzt einfach gefallen. Genau. Und ansonsten abonniert den Kanal. Ich weiß noch nicht, wo ich den Button hinmache. Der ist doch meistens unten, oder? Meistens ist er unten. Er könnte jetzt auch in der Mitte sein. Wer Vielleicht weiß. Ist er auf meinem Gesicht. Genau. Abonniert den Kanal, dass ihr unsere Videos auch nicht verpasst. Schaut auf unseren Blog, folgt uns auf Instagram, Facebook und wer es noch nicht weiß, wir haben eine eigene Gruppe gegründet in Facebook, die Caddy Camper DACH, also Deutschland, Österreich und Schweiz, für die Dachregion, wo sich speziell Caddy-Fahrer, die im Mikrocamper unterwegs sind, austauschen können. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!